Mein Name ist Uwe Zimmermann, BASF Nunhems. Ich bin Verkaufsberater für Porree im deutschsprachigen Raum. Wir sind bei Andreas Günther in Zeiskamm, im Herzen der Pfalz. Die Sorte Maxton steht hier schon in der dritten Saison. Der Betrieb produziert ausschließlich Stückware für den Frischmarkt. Mein Name ist Andreas Günther. Ich bin Landwirt aus Zeiskamm. Wir machen Porree auf 30 Hektar, haben noch andere Kulturen im Betrieb, Sellerie und Feldsalat. Und machen seit 3 Jahren jetzt diesen Maxton mit der Firma Nunhems. Dieser Maxton wurde am 30. Mai gepflanzt. Die Kulturzeit von Juni bis Mitte August beträgt somit 75 Tage. Danach geht es übergangslos auf andere Herbstsorten weiter. In unserem Betrieb machen wir Handernte. Wir machen alles im Feld fertig und für uns ist es sehr wichtig, dass wir eine leicht zu putzende Sorte haben und der Maxton putzt sich 10% schneller wie andere vergleichbare Sorten. Wir sind ja hier mitten in der Pfalz und wir haben mit Trockenheit und hohen Temperaturen zu kämpfen. Dadurch haben wir große Problematik mit dem Schädling Trips, speziell im Sommeranbau. Der macht den Lauch sehr unattraktiv. Und die Sorte Maxton ist sehr resistent gegen Trips und sieht super aus. Und die Schäden sieht man wenig. Wir verkaufen 80% unserer Ware an den Pfalzmarkt über den LEA als Stückware. Und für uns ist es wichtig, Homogenität und Gleichmäßigkeit vom Produkt zu haben. Und er sollte so circa ab 220 bis 250 Gramm betragen. Dunkles, stabiles Lauch, wenig Blattbruch und hohe Waschleistungen. Das ist Maxton. Maxton setzt neue Maßstäbe im Porree-Anbau. Hohe Effizienz, Einsparung bei Kosten bis zu 10%, Tripsrobustheit, kurze Kulturdauer, Homogenität, hervorragende Sortierung und Qualität in der Kiste. All diese Eigenschaften machen diese Sorte zum Erfolg für unsere Anbauer.